Früher, als die Welt noch äußerst jung gewesen, hat sich, wie es auch heute noch geht, der Kreaturentrachten nicht um Rechnen, Schreiben oder Lesen. Nein, nur ums Fressen hat es sich gedreht. Auch darin ist die Welt sich treu geblieben, wie man an diesem Knochen sieht, dass sich die Hungrigen nur selten lieben. Und wer den Knochen hat, freut sich und flieht. Nur hat es vom Anbeginn dieser Welt vielleicht, weil es dem Schöpfer der Welt so gefällt, stets einen gegeben, der stärker ist, weswegen die anderen mit Schleue und List den Kampf um das Nahrungsgut aufgenommen, auf das auch sie nicht zu kurz wegkommen. Und so sieht man hier den Knochen wandern von dem einen Hungrigen zum anderen. Jeder meint, dass er ihn nun für immer hätte. Doch die muntere Knochenweiterreichstaffette endet nie. Und auch diverse Tricks nützen, wie es im Leben halt so geht, so gut wie nix. Während der Dinosaurier sich auch im Besitz des Knochen, trifft des Salamanders Hämmerchen den Zeh, hat das Steinzeitmännlein schon den Knochenduft gerochen, läuft er stracks in Paulchens Falle rein. Und Knöchelchen Ade. Endlich hat das Paulchen ihn gefunden. Hei, wie wird der Knochen jetzt ihn munden? Falsch gedacht, denn dieser Pfeil am Strick holt den Knochen zu dem Mann zurück. Aber falsch berechnet war der Angelrute Schwung. Pech gehabt, denn nahe in der näheren Umgebung hat die Riesenechse hämisch feixend schon gelauert und den Knochen sich geschnappt, was unser Herr zutiefst bedauert. Doch er lässt nicht los, die Angelrute, wird ihm auch ein wenig Blümerand zumute, als er sich, und das ist sicher nicht zum Lachen, wiederfindet in des Alligators Rachen. Wieder wechselt der Stafettenknochen rasch seinen Besitzer. Wieder rollt die Übung ab, der nun inzwischen schon trainierten Flitzer. Wieder schwingt der Salamander seine schwere Keule. Wieder reagiert der Dinosaurier prompt mit schrecklichem Geheule. Noch scheint sich keiner der Beteiligten zu fragen, ob denn der effektive Nährwert eines einzigen Knochen, gemessen am Verlust der Kalorien beim ewigen Jagen, die Sache lohnend macht. Denn immerhin läuft diese Jagd nun schon 2 Wochen. Und wie auch heute noch auf dieser Welt, gerade dem, der keinen Finger krumm gemacht, der dickste Knochen in den offenen Rachen fällt, was heute wie damals Unmut in die Welt gebracht, sehen wir zum Schlusse die 4 Jäger sich vereinen
und an dem Rand des Abgrunds bittere Tränen weinen. Einen Tag, bevor ich in Urlaub fahren wollte, wurde ich ins Büro bestellt. Inspektor, ausländische Agenten haben soeben ein geheimes Regierungspapier gestohlen. Und Sie werden es mir wieder zurückholen. Sie sind gut. Was wird aus meinem Urlaub? Ich wollte morgen früh in See stechen. Seien Sie still und hören Sie zu. Das Papier ist in einem Botschaftsgebäude versteckt worden. Da wir keine legale Möglichkeit haben, das Gebäude zu betreten, werden Sie sich einmogeln müssen. Aber, Herr Kommissar... Machen Sie sich an die Arbeit. Das ist ein Befehl. Gern, Sir. Ich beschloss, mich nicht in die Botschaft reinzuschwindeln, sondern ganz offiziell die Eingangstür zu benutzen. Bluff ist meine Art, wie Sie wissen. Die werden überrascht sein. Ich beschloss mich dann doch, die Hintertür zu benutzen. Pass gefälligst auf, wo du hinfährst, du dummer Lust! Ich hatte mir ein raffiniertes System ausgedacht, wie ich den Hund loswerden und mir Zutritt zum Haus verschaffen konnte. Miau! 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 An den Knochen hat das Ungeheuer lange zu knabbern. Eleganten Schwung durchs Fenster. Dagegen ist Tarzan ein Anfänger. Diesmal drehe ich diesem blöden Köter eine Nöse, eine Nase. Nachdem alle Versuche, an diesem Bastard vorbei oder über ihn hinwegzukommen, gescheitert waren, buddelte ich mir kurzerhand einen Tunnel unters Haus. Ja, eine Finsternis hier drin. Ich will mal ein bisschen für Beleuchtung sorgen. Mutter! So, jetzt ist hoffentlich Ruhe. Aha, hier drin wird das gestohlene Papier sein. Uh-huh.
Bitte, das wird es sein. Hier ist das gewünschte, Herr Kommissar. Für Erklärungen keine Zeit. Bon voyage, Inspektor. Wünsche vergnügten Urlaub. Und schreiben Sie mir meine Karte. Da steht sie, Sir, so wie ich Gelegenheit dazu habe. Töne. Und selbstverständlich auch Kinder, präsentiere ich Ihnen den Clown aller Clowns, Mr. Fikes. Haben Sie es gehört, Ihr Auftritt? Der lustigste aller lustigen Clowns. Wiedersehen, bis morgen. Wiedersehen, bis morgen. Und nicht vergessen, lustig sein, lustig sein. Am nächsten Tag. Und nun präsentiere ich den Clown aller Clowns, Mr. Fikes. Den lustigsten aller Clowns. Sie müssen lächeln. Er soll lustig sein. Was ist denn mit ihm los? So ein Trauerklos. Ich will mein Geld wieder. Gehen wir heim. Dann mache ich lieber Schularbeiten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, Dusty. Ich bin heute früh wie immer aufgestanden, habe mir mein Gesicht weiß angemalt und plötzlich war mein Lächeln weg. Einfach weg. Wohin kann ein Lächeln verschwinden, Dusty? Woher soll ich das wissen? Vielleicht hat es jemand gestohlen. Hey, Giraffe, geh in den Stall. Wenn ich mein Lächeln nicht wiederfinde, bin ich ein Clown gewesen. Keine Angst. Wir finden es schon wieder. Ganz großes Ehrenwort. Dir hilft mir suchen, verstanden? Sonst bummst. Sprichst du schon wieder mit den Tieren, Dusty? Tu lieber was. Sonst geht's dem armen Clown wie unserem Herrn Sauertopf. Wenn ich das Lächeln finde, behalte ich's. Ich bin auch immer so traurig. Und ich erst. Ich fühle mich so mickrig, dass man Rüsselfalten gekriegt hat. Das kommt daher, weil unser Mr. Fikes nicht mehr feigst. Und was viel schlimmer ist, wenn er nicht mehr lächeln kann, kommen die Leute nicht mehr in den Zirkus. Na, das wäre ein Zirkus. Also, es gibt nur eins. Wir müssen sein Lächeln wiederfinden. Koste es, was es wolle. Und wir müssen da anfangen zu suchen, wo er es verloren hat. Und zum letzten Mal hat er hier gelächelt. Stimmt's? Stimmt. 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 Das Ding. Was suchst du in der Manege? Etwas, was wir schon vor langer Zeit verloren haben. Ich was verloren? Was denn verloren? Wir suchen ein Lächeln. Ach so. Sag mal, wie kann eigentlich jemand sein Lächeln verlieren lassen? Ja eben, wo geht's denn hin, wenn du die Stirn runzelst? Einfach weg, nehme ich an. Ach so, dann müssen wir doch woanders suchen. Richtig, dann wollen wir mal losgehen. Wir müssen das Lächeln finden und wenn wir den ganzen Platz auf den Kopf stellen, Freunde. Auf den Kopf stellen? Ich glaube, ich hab's. Armer Mr. Fikes. Er hat sein Lachen verloren. Es hat die Stadt verlassen, ohne jegliche Spur. Unser armer, armer Clown hat sein Lachen verloren. Und statt seines Lachens blieb ihm eine schiefgezogene Schnute nur.
wohin, wo so ein Lächeln geht, wenn es nicht mehr im Gesicht dir steht. Du willst wissen, wohin dein Lachen gegangen ist? Wie hat das alles bloß angefangen? Wie denn? Schon gut, lieber Clown. Du musst nicht verzagen. Ich glaube, ich weiß es und will es dir sagen. Ja, glaub's mir. Dein Lachen steht noch im Gesicht. Bloß ist dein Mund falsch gemalt. Drum sieht man es nicht. Natürlich, richtig ungelogen. Die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Und malst du nach oben Mundwinkel und runzeln, wird dein Mund wieder lachen und dein Gesicht wird schmunzeln. Lirum, larum, rüsselrum. Und das war wirklich der ganze Trick? Dann kriege ich mein Lächeln ja leicht zurück. Ja, und dass ich so schlau bin, das ist dein Glück. Immer schön nach oben schmunzeln, runterziehen bringt bloß Runzeln. Außerdem ist Lachen ja so viel gesünder. Wenn einer viel lacht und lächelt vor Glück, dann lächeln die anderen viel öfter zurück. Das mag nicht mal Leute und Kinder. Ah, drum viel öfter lachen und den ganzen Tag schmunzeln. Denn vom Mundwinkel runterziehen, kriegt man nur Runzeln. Und du meinst nur, weil ich den Mund mir verkehrt rumgemalt? Ja, auf deinem Gesicht kein Lächeln mehr strahlt. Und wie steht's mit dem Doppelkinn dort von der Alten? Wenn die lacht, kriegt sie welche, aber nur lustige Falten. Und wenn ich mühsam den Mund verziehe, ich glaube, ein Lächeln wird daraus nie. Was bist du doch für ein armer Tropf? Du heißt nicht umsonst, Herr Sauertopf. Ja? Inspektor, kommen Sie doch mal in mein Büro. Bin schon unterwegs, Sir. Sicher bekommen wir jetzt wieder einen wichtigen Auftrag. Herr Kommissar? Eben erfahre ich, dass Apoll Hinkefuß aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ich beauftrage Sie hiermit damit, ihn zurückzubringen. Aber seien Sie vorsichtig, der kennt alle Tricks. Keine Sorge, Sir. Keine Sorge, den bringe ich hinter schwedische Gardinen. Oh, der hat Mut, was? Das ist ein Vorgesetzter. Nun, Sergeant Dudu, was halten Sie von diesen Fußspuren? Hm? Ich wette, dass er in der Hütte ist. Sehr richtig gefolgert, Dudu. Und nun, da Sie ja Erfahrungen sammeln müssen, nicht wahr, überlasse ich Ihnen die Gefangennahme. Na, das ist aber großzügig von Ihnen, Inspektor. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Fertig? Ja. Eins, zwei und drei, los! Sie warten hier, wo Sie sicher sind. Ich kümmere mich persönlich um diesen Halunken. Wissen Sie was? Solche Kerle werden heute gar nicht mehr hergestellt. Dudu? Zu Befehl, Inspektor? Ich habe beschlossen, Ihnen eine weitere Chance zu geben. Das ist aber ausgesprochen freundlich von Ihnen. Keine Schmeicheleien. Sie springen rein, schwimmen rüber und stürmen die Zugbrücke. Aber gern, Inspektor. Habe ich das nicht gut gemacht, Inspektor? Sehr gut, Dudu. Trotzdem würde ich vorschlagen, Sie legen mehr Wert auf Ihr Äußeres. Wie sieht denn Ihre Uniform aus? Die Krokodile, Inspektor. Machen Sie auf. Gern. Du liebe Zeit, nehmen Sie sich doch zusammen. Steigen Sie durchs Fenster. Ist gut. Das wird sich in Ihrer Personalakte nicht gut ausnehmen. Warten Sie, Inspektor. Hier sind wieder seine Fußspuren. Er muss da drin sein. Gehen Sie beiseite, Dudu. Da kommt ein Zug.
ich nicht beiseite gehen? Hm? Vorsicht, da hinten kommt schon wieder einer. Kommen Sie endlich hier rüber, wo Sie in Sicherheit sind. Ist gut. Ach, es ist schon schwer mit so einfältigen Leuten. Das sieht mir alles ein bisschen verdächtig aus, Dudu. Untersuchen Sie das mal ein bisschen näher. Ist gut. Sie sehr schnell rausgefunden, Sergeant. Ich gratuliere. Dafür dürfen Sie auch jetzt vorausgehen. Sie haben heute aber einen freundlichen Tag. Ich muss schon sagen, Sie haben einen ungeheuren Riecher für Minen. Wie machen Sie das nur, Sergeant, dass Sie so unfehlbar drauftreten? Keine Ahnung, Inspektor. Wahrscheinlich habe ich ein Bombenglück. Das sind aber fantastische Spuren, nicht wahr, Inspektor? Keine überflüssigen Bemerkungen, wenn ich bitten darf. Vorwärts, immer nur vorwärts. Ist gut, Inspektor. Hm? Wenn er jemals rauskriegt, dass ich das war, bringt er mich glatt um. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Schon so spät, stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.